Guten Morgen, ich bin gerade alleine daheim, weil Christian mit der kleinen Maus bei der Kinderärztin ist. Sie hat nämlich heute ihre U7a. Ich bin schon ganz gespannt, was sie erzählen und wie es so ist und was sie alles machen musste. Christian hat gesagt, er macht das gerne mit Luisa. Ich war ja auch letzte Woche zweimal mit ihr bei der Kinderärztin wegen der Erkältung und bin jetzt gerade ganz froh, dass ich so ein bisschen mal Zeit zu Hause habe. Ich habe aufgeräumt und Wäsche gewaschen und ja, ich werde jetzt dann gleich mit Mamba rausgehen. Allerdings muss ich noch auf die Post warten. Also das war auch so ein bisschen der Grund, warum wir nicht alle zusammen zur Kinderärztin sind, weil Christian was Wichtiges erwartet und die Post wohl bis um 11 kommen soll. Sie war jetzt noch nicht da und vorher kann ich eigentlich auch mit der Mamba nicht raus und kann nicht einkaufen gehen. Aber ich warte jetzt einfach noch einen Moment. Es ist ja auch nicht so, dass man nichts zu tun hätte zu Hause. Also dieser Wäschekorb sieht jetzt schlimmer aus, als er ist, weil das hat Luisa einfach aus dem Schrank rausgekruscht, weil sie meinte, sie braucht jetzt im Sommer diese dicke Jacke. Und der Rest ist eigentlich so Faltwäsche, Handtücher, Putzlumpen und sowas. Genau, und hier, das ist ja auch nicht viel, aber ich habe unten noch eine Waschmaschine drin und werde jetzt mal Wäsche abhängen gehen. Ich habe auch schon eine Einkaufsliste geschrieben für gerade eben. Wir werden diese Woche einmal Gemüsestrudel machen, dann einmal Spätzletopf. Und was habe ich denn noch rausgesucht? Ah ja, genau. Überbackenen Blumenkohl mit Ofenkartoffeln und Senfsoße. Ja, dafür werde ich jetzt dann gleich einkaufen. Christian hat gerade gesagt, sie sind jetzt auf dem Rückweg. Das heißt, ich kann dann mit der Mamba los. Und ja, mal gucken, entweder wir gehen alle gemeinsam einkaufen oder Christian oder ich, wir machen das schnell allein. Es geht dann doch immer schneller. Mal schauen, wie wir es machen. Ich werde schnell einkaufen. Das ist so das, was wir für die nächsten Tage brauchen. Das sind drei Gerichte und Frühstück und Abendessen. Dann haben wir mal Champignons. Dann haben wir hier Blaubeeren. Ich kaufe momentan nicht so viel Beeren, weil ich sie einfach so unfassbar teuer finde. Dann einmal für die Luisa Wiener. Hier haben wir frische Milch. Dann zwei Zucchini. Hier ein paar Schalotten. Dann machen wir heute oder morgen einen Gemüsestrudel. Da brauche ich den Blätterteig dafür. Dann einmal Feta, dann hier Bananen. Da war schon ein Räuber unterwegs und hat sich schon eine geschnappt, stimmt's? Dann haben wir vier Äpfel, einen Kohlrabi, das finde ich immer abends ganz lecker zum Snacken. Dann einmal Schlagsahne, einmal Schmand, zwei Pfirsiche, einen Lauch. Den haben sie irgendwie schon abgeschnitten. Ich mag eigentlich das Grüne ganz gern. Dann drei Karotten und eine Gurke. Dann haben wir hier zweimal Spätzle für einen Spätzletopf. Hier einmal Käse, kann man immer gebrauchen. Dann haben wir hier nochmal Kartoffeln. Zweimal Frischkäse. Einmal habe ich irgendwie die Light-Version. Nee, Gurke und Knoblauch habe ich da erwischt. Naja, schmeckt bestimmt auch ganz lecker. Dann einmal Joghurt. Was haben wir hier noch? Genau. Südtiroler Speck für den Christian zweimal und einmal Schinken. Das hat jetzt zusammen bisher 38,41 € gekostet. Und dann war ich noch beim Bäcker ein Vollkornbrot holen. Das war nochmal 3,90 €. Christian hat schon lecker Essen für uns gemacht. Während ich jetzt unterrichtet habe, hat er hier einen Gemüsestrudel gezaubert. Ich muss euch das mal angeschnitten zeigen. Das schaut ja perfekt aus. Hast du voll gut gemacht, Schatz. Boah, das war so mega lecker, was Christian da gekocht hat. Wir haben so ein Thermomix-Rezept ein bisschen abgewandelt und haben den Teig nicht selber gemacht, sondern Blätterteig genommen. Aber die Füllung und Luisa, das kann man halt super gut abwandeln, haben wir nur Karotten und Brokkoli reingemacht, weil sie halt den Rest nicht mag. Aber so hat sie jetzt wenigstens mal ein bisschen Gemüse gegessen. Das war echt super. Und jetzt packe ich mir die Kleine, schnappe ich mir die Kleine, so heißt es. Und wir fahren noch mal kurz zum DM. Sollen wir erstmal zu den Badekugeln hinter Luisi? Dann kannst du dir eine aussuchen. Das ist auch so schön. Schön? Ja. Aber ich glaube, wir brauchen gar keine so eine Kerze, mein Schatz. Doch, die sind wunderschön. Schau mal, da gibt es noch welche. Aber die sind auch. Nee, da ist jetzt Monsterei-Motive. Eine Badebombe. Eins von sechs Anhängern zum Sammeln in jedem Fizzer. Ja, mittlerweile den nächsten Tag. Ich bin gestern irgendwo stehen geblieben. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo. Das hat auch damit zu tun,
dass ich gerade auf Instagram und YouTube parallel aktiv bin. Ich habe in der Zeit, wo ich kein YouTube gemacht habe, relativ viel Instagram jetzt gemacht. Möchte das auch gerne beibehalten, aber dann kommt man irgendwie schon mal ins Überlegen, was habe ich jetzt da erzählt und was habe ich hier erzählt. Genau, aber Fakt ist, wir haben einen neuen Tag und es regnet. Eigentlich wollte ich mich mit einer Freundin und deren Kind, beziehungsweise auch von Luisa eben eine Freundin, am Spielplatz treffen. Aber bei dem Regen machen wir das jetzt nicht. Also ich glaube, es hört auch gerade auf, aber es ist halt alles nass. Und ich finde es auch mal ganz schön, irgendwie muss ich sagen, wenn ich so rausgucke. Also es ist, ja, der Herbst darf meinetwegen ruhig kommen. Auf jeden Fall werden Luisa und ich jetzt erstmal in den Pflanzenkeller fahren. Der ist nur so 10 Minuten von uns entfernt und dort gibt es einen Indoor-Bereich, Spielbereich, wo sie wirklich toben und machen kann. Und ich glaube, da kann sie sich ganz gut austoben. Und dann heute Nachmittag muss ich ein bisschen arbeiten. Und wir werden auf jeden Fall auch noch was basteln. Das zeige ich euch dann aber auch noch. Genau, ich nehme euch halt einfach nochmal mit. Ja, ich bin hier gerade so ein bisschen im Zwiespalt, wenn ich mich umschaue, weil eigentlich habe ich gerade voll den Drang, ein bisschen auszusortieren und zu minimalisieren wieder. Also ich habe schon gemerkt, ich habe mich jetzt doch relativ viel wieder hier im Haus so angesammelt und ich würde das gerne so ein bisschen eben ja wieder luftig und leichter machen. Aber auf der anderen Seite möchte ich auch irgendwie gerade total schöne Sachen mit der Luisa unternehmen. Ja, deswegen bin ich da ein bisschen im Zwiespalt. Also klar kann ich mich jetzt auch den Vormittag hinsetzen und kann hier irgendwie rumräumen und sie spielt nebenbei. Aber irgendwie, nee, wir machen lieber was Schönes. Gerade schon am Kochen. Es gibt halt Spätzletopf und ich zeige euch jetzt gleich mal, was wir noch mitgebracht haben. Beim Pflanzenkölle gibt es ja auch immer so Bastelzeug und ich habe jetzt einfach nur mal so 2 Eddings mitgenommen, einen dicken und einen dünneren. Und dann für den Urlaub, das sind so Bastikits, das ist ein Kaleidoskop, da braucht man halt noch eine Klopapierrolle dazu. Aber ansonsten ist da alles drin und dann hier so einen Roboter, der ist auch echt cool. Und das macht Luisa momentan auch sehr gern. Wieso haben wir das jetzt 3-mal? Aha, aha. Eigentlich wollten wir nur 2 mitnehmen. Okay, alles klar. Also hier so ein Mosaik mit Moosgummi. Das macht Luisa momentan total gern. Einmal ein Häschen. Dann haben wir hier eine Hexe. Und den Vampir wollte die Luisa gerne noch haben. Und für heute Nachmittag haben wir nochmal diese Perlen mitgenommen, weil was machen wir heute Nachmittag, Luisa? Weißt du das noch, wie es heißt? Nein. Doch, Perlen. Perlenfreunde machen wir heute Nachmittag. Perlenfreunde. Wir haben jetzt schon eins von diesen Männchen gemacht. Das war gar nicht so leicht, weil ehrlich gesagt sind die Kugeln ein bisschen zu klein. Also eigentlich müsste man hier 4 Drähte durchkriegen durch die große Kugel, aber das klappt leider nicht. Deswegen haben wir es jetzt mit 2 gemacht. Und auch das hier ist noch so ein bisschen schwierig für Luisa, weil es einfach zu klein ist. Aber ich helfe ihr und dann, ja, geht das trotzdem. Wir machen jetzt auf jeden Fall noch einen, oder? Luisi, sollen wir noch einen machen? Oh, da klingelt's. Im Prinzip ist es echt super easy. Also wir brauchen jetzt 3 von diesen Pfeifenputzern. Ihr seht schon, einen habe ich in der Mitte schon geknickt. Das mache ich jetzt mit den anderen 2 auch. Und dann wird das hier so ein bisschen miteinander verdreht. Dann sieht das Ganze so aus. Also man kann es jetzt schon erkennen, na, das hier sind die Arme, das sind die Füße und oben eben die Haare. Da kommt jetzt hier eine große Perle drauf und ich glaube, der Rest ist dann selbsterklärend. Bei unserem Monsterchen hat Luisa schon ganz gut mitmachen können jetzt. Na, das hast sogar eigentlich du kreiert mit den 2 Augen da oben. Jetzt machst du gerade noch einen Wurm. Oder was wird das? Oder eine Kette? Ja. Ja, eine Kette? Für dich. Für mich? Soll ich die dann ummachen, wenn ich gleich zum Unterrichten gehe? Ja.
Ja, das mache ich. Ich sehe jetzt mittlerweile so ein bisschen zerstört aus, weil ich nämlich gerade in der Badewanne war. Ja, ich habe mir heute um 5 Uhr abends eine Badewanne gegönnt. Das war sehr entspannend. Und ich mache jetzt gleich noch Abendessen. Und zwar wollte ich mal probieren, ob Luisa Quinoa in Form von einem Art Porridge isst, also mit Milch und Banane und Apfel oder sowas, ein paar Rosinchen rein, weil wir ja nächste Woche in den Urlaub fahren. Und ich fände es ganz praktisch, abgesehen von Haferflocken, noch was zu haben, was ich mitnehmen kann, was ich ihr schnell machen kann und was sie auch lecker findet. Und ich werde das jetzt heute Abend mal ausprobieren. Das ist mega ungewohnt, mal wieder was im Kochtopf zu machen, weil ich ja ansonsten tatsächlich mittlerweile alles eigentlich hier in unserem Schätzchen mache. Aber ich dachte mir, im Urlaub habe ich auch keinen Thermomix. Also werde ich das Ganze jetzt, das ist auch eigentlich ein Witz dafür, den Thermomix zu bemühen. Ne? Aber es kann halt nichts anbrennen. Und jetzt stehe ich am Herd und rühre und das muss ich ansonsten nicht machen. Das war mal ein Satz mit X. Luisa hat original nichts davon gegessen. Also sie hat es einmal probiert und fand es, glaube ich, ganz furchtbar. Ich fand es lecker. Nur ein bisschen zu süß, ehrlich gesagt. Aber ich werde mir den Rest auf jeden Fall für morgen noch aufheben. Ja, Luisa hat dann Wienerl gegessen. Nicht so gesund, wie ich mir das Abendessen vorgestellt habe, aber nun gut, so ist es nun mal. So, ich beende diesen Vlog für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis ganz bald. Tschüss!